Ja, Richie, gratuliere zu Platz 9. Ziel war, glaube ich, Top 10 zur Skiflug-Weltmeisterschaft. Bist du ganz zufrieden? Ja, doch, auf jeden Fall. Die Sprünge haben, glaube ich, ganz gut gepasst oben raus. Vom Flug her wusste ich oder weiß ich, dass ich da noch die eine oder andere Reserve habe. Und ja, es macht aber Spaß, auf so einem Backen dran zu arbeiten, sage ich mal. Aber es ist schon ein langer Wettkampf, oder? Also die Verhältnisse waren schon extrem im ersten Durchgang. Wie stellt man sich darauf ein? Ihr musstet ja auch extrem lange warten oben. Ihr konntet ja euch dann nicht mehr aufwärmen. Man steht da. Wie geht man die Sache an? Ja, also ich versuche dann eigentlich, wenn so lange gewartet wird, eigentlich immer ein bisschen abzuschalten. Gar nicht jetzt so dran denken, wann es jetzt weitergeht, sondern dann einfach, wenn es weitergeht, dann versuchen, wieder konzentriert da zu sein. Gut, einen kleinen Blick voraus, morgen Team fliegen. Ich meine, so ganz schlecht sieht es ja gar nicht aus fürs deutsche Team, oder? Schwört ihr euch heute nochmal drauf ein oder wie ist da so der Team-Spirit? Ja, also ich glaube, dass wir die Medaille sicherlich nicht aus den Augen verlieren werden. Also, ich habe jetzt schon gesagt, jeder denkt da dran und wir werden uns nicht dagegen wehren, nicht dran zu denken. Aber wir werden ganz locker rangehen und das eigentlich mehr auf uns schauen, mit Spaß machen, weil das ist ja, der Spaß ist auf der Schanze einfach groß geschrieben, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann werden wir sehen, wo wir rauskommen. Also wir werden das nicht so verbissen ansehen. Und jetzt, Sevi, hast du schon mit ihm gesprochen? Ist er enttäuscht oder mit Platz 4 ist er doch eben diese hölzerne Medaille, aber trotzdem eine klasse Leistung von deinem Zimmerkollegen? Ja, auf jeden Fall. Also sicherlich wird er ein bisschen kurz drüber nachdenken, schade, Medaille, haben wir auch gedacht. Aber er hat dann auch selber so gleich kommentiert, wenn die drei oben stehen, ist es einfach schwer. Das weiß er, das wusste er und es ist eigentlich, man sollte es anders sehen. Das sind eben die drei, die haben das Feld jetzt nochmal aufgerollt und dann ist aber der nächste gleich der Sevi und wenn man es so sieht, das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, gut, dann drücken wir euch die Daumen für morgen und vielleicht gibt es ja dann morgen die erhoffte Medaille fürs deutsche Team. Schauen wir mal, danke.